Leute, meine Zöpfe sind wieder zurück. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war letztens bei DM bzw. auch bei Rossmann und ich habe so einige neue Produkte entdeckt, die wirklich etwas strange aussahen. Und ehrlich gesagt machen sie mir ein kleines bisschen Angst. Besonders eins, aber egal, ich probiere es trotzdem aus. Da könnt ihr mal sehen, was man alles für YouTube macht. Ihr könnt als Videofrage sehr gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, was das skurrilste, komischste, verrückteste Beauty-Produkt war, das ihr jemals ausprobiert habt. Und hat es gewirkt, hat es nicht gewirkt? Schreibt es auf jeden Fall mal hin. Ich könnte euch gar nicht sagen, was es bei mir ist. Ich habe so viele komische Sachen schon in meinem Leben ausprobiert, besonders in YouTube-Videos. Ich glaube aber, die Alien-Haube wäre bei mir ziemlich weit vorne mit dabei, falls ihr euch daran erinnert. Okay, dann legen wir mal los. Ich glaube, ich fange noch nicht mit dem ganz, ganz krassen an, sondern mit etwas ein bisschen harmloserem. Und zwar sind das diese Teile hier, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und zwar sind das Menstruationswärmepflaster. Die standen so bei den Tampons und Binden und sowas. Und es gibt ja wirklich so viele Mädels da draußen, die halt, wenn sie ihre Tage haben, Schmerzen haben, was nicht so schön ist. Ich glaube, es hat so ziemlich jeder schon mal mitbekommen. Wenn nicht, seid froh. Seid wirklich, wirklich froh. Also die sollen bis zu 8 Stunden irgendwie Wärme abgeben. Okay, also es sind 2 Stück drin auf jeden Fall. Öffnen Sie die Verpackung mit den Händen und entnehmen Sie das Wärmepflaster. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite ab und bringen Sie das Produkt mit dieser Seite auf die schmerzende Stelle direkt auf die Haut oder auf die Slip-Innenseite. Auf die Slip-Innenseite? Was? Man soll sich das in den Slip kleben? Die Erwärmung erfolgt langsam und erreicht nach 30 Minuten die maximale Temperatur, die über mindestens 8 Stunden bestehen bleibt. Dann würde ich sagen, probiere ich das jetzt wirklich mal am Anfang aus. Dann sehen wir vielleicht am Ende von dem Video, ob es wirklich schon warm geworden ist oder nicht. Oh! Als wären da irgendwie so kleine Kieselsteinchen drin oder sowas. Hört ihr das? Es fühlt sich auf jeden Fall ziemlich weich an. Aber bitte, in was für ein Slip soll das denn reinpassen? Das ist ja riesig. Okay, ich glaube, ich probiere das lieber auf dem Bauch aus. Okay, hier ist auf jeden Fall die Schutzfolie. Okay, und das Teil besteht irgendwie aus so 2 Kammern. So. Tja, so sieht das Teil jetzt aus. Also ich kann euch sagen, es fühlt sich ein bisschen an, als hätte ich mir gerade eine ziemlich große Slip-Einlage auf den Bauch geklebt. Aber ich merke noch nichts von der Wärme. Aber ich denke mal, am Ende von dem Video sehen wir dann, ob sich irgendwas mit der Wärme getan hat und ob das irgendwie angenehm ist oder nicht. Das nächste Produkt, oh mein Gott, das sieht so gruselig aus einfach. Und ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie genau das funktionieren soll. Auf jeden Fall ist das diese Maske hier. Das ist eine Anti-Pickel-Maske. Mit Lichttherapie, also irgendwie muss die scheinbar leuchten. Und man aktiviert sie irgendwie mit so einer Fernbedienung hier. Und man soll sie dann jeden Tag 10 Minuten lang tragen und dann soll man halt ein Ergebnis sehen. Und ich bin einfach so gespannt drauf, wie sich das anfühlt. Also für Halloween wäre das auch was. Das hat ja auf jeden Fall seine Brille innen drin. Und hier sind so ganz viele kleine Lichtpunkte. Verbrauchsanweisung. Sie können die Lichttherapie auch ohne Bedenken mit offenen Augen anwenden. Das ist ja beruhigend. Das hier ist auf jeden Fall dieser Aktivator. Der fühlt sich ziemlich schwer an. Sieht irgendwie aus wie eine Fernbedienung. So, das wird hier so reingesteckt. Was ist nicht heutzutage so in der Drogerie? Oh mein Gott, das ist echt zu lustig. Okay, und hier steht jetzt so eine kleine 30 auf dem Display, weil das für 30 Anwendungen reichen soll. Na dann. Dann drücke ich mal hier auf Start. Es passiert nichts. Warum passiert nichts? Mache ich was falsch? Oh, es ist nicht richtig drin. Okay, nochmal. Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott, alles ist pink! Okay, krass. Oh mein Gott. Oh, ich wünschte, ihr könntet jetzt sehen, wie das gerade durch meine Augen aussieht. Einfach alles ist pink und blau und sieht irgendwie voll spacig aus. Ich weiß nicht. Okay, es fühlt sich ganz leicht warm an. Ich komme mir immer noch ein bisschen komisch vor mit dieser Maske. Aber die ist auf jeden Fall auch nicht unangenehm zu tragen, weil ja, man hat ja also diese Brille und die sitzt echt ganz stabil. Also. Na gut, dann warten wir mal 10 Minuten ab, wie ich hier mit meiner Maske und mit meinem Menstruationswärmepflaster sitze. Leute, ich sehe einfach anders. Alles ist grün und grau. Das ist voll gruselig. Aber ich glaube, das kommt daher, dass ich jetzt halt dieses lila, pink-blaue Licht gesehen habe. Und dadurch ist das für die ersten paar Minuten jetzt anders. Aber es wird schon besser, es wird besser langsam. Also die Maske macht euch nicht farbenblind, yay! Also vielleicht könnt ihr das hier mal sehen. Es gibt so ganz viele Farbpunkte hier drin und die sind rot und blau. Okay, also mein erster Eindruck ist, irgendwie
ist das cool. Es ist mal was anderes. Es ist auf jeden Fall interessant. Ich werde euch in einem Monat auf jeden Fall auf Insta-Stories mal berichten, wie ich mit dem Ding klargekommen bin und ob das auf Dauer jetzt wirklich was gebracht hat. Also falls ihr mir noch nicht auf Insta folgt und euch das interessiert, hier blende ich euch jetzt nochmal meinen Instagram-Account ein. Das ist einfach @barbarasophie_. Und Leute, wir sind jetzt wirklich, wirklich fast vor den 800.000. Und ich kann euch nur sagen, wenn es soweit ist, gibt es eine so mega geile Verlosung. Ich weiß schon, was es gibt. Und ich habe auch schon das Foto dafür gemacht. Und ja, da wird sich jemand freuen können. Also, Link dazu ist auf jeden Fall in der Infobox. Was habe ich hier noch? Im Übrigen, ich kann euch ein kleines Update zu dem Pflaster geben. Es fängt an, richtig schön warm zu werden. Das ist echt angenehm, wie als hätte man so eine kleine Wärmeflasche am Bauch. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Teil hier. Das könnte ein bisschen eklig werden für den einen oder anderen. Ich weiß nicht, ich finde das nicht so schlimm. Ich finde, das gehört irgendwie dazu, aber ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Das ist ein Hornhautentferner Ultra. Und das sieht so freaky aus irgendwie. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ah, okay, ich dachte, das wäre irgendwie so ein batteriebetriebenes Gerät, aber das ist einfach nur... Oh mein Gott, soll man sich das etwa runterhobeln? Ah, ich dachte, das würde das irgendwie so sanft massieren oder so. Nein, das sind so Metallnoppen und die sind ganz scharf, Leute. Das kann doch nicht gesund sein. So viel Hornhaut habe ich gar nicht, dann tue ich mir ja weh. Ohne Witz, das ist so scharf wie ein Messer. Man sollte die Packung lesen, bevor man anfängt, sich Dinge zu kaufen. Einfach die verhornte Haut mit leichtem Druck abfallen. Okay. Ich werde euch den wunderschönen Anblick ersparen. Okay, es tut wirklich gar nicht weh. Also sobald man halt auf so ein Stück normaler Haut kommt, merkt man das halt und dann verringert man den Druck automatisch. Also deswegen, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Hört ihr das? Das kratzt echt so die verhornten Stellen runter. Es tut mir so leid, dass das so eklig klingt, aber es ist effektiv. Es ist zumindest echt effektiv. Ich weiß halt nur nicht, ob das so gut ist. Ich habe mal gehört, das soll man eigentlich nicht machen, aber warum stellen sie dann so ein Gerät her? Sagen wir mal so, das Gerät hat 10 Euro gekostet, also deutlich mehr als so ein normaler Bimsstein. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade so voll die schlimme Hornhaut hat, dann kann man sich das auch sparen und einfach einen Bimsstein kaufen. Aber es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr effektiv. Also die Haut ist wirklich sehr weich und glatt danach. Ich denke nur, ein Bimsstein hätte es jetzt auch gebracht, nur hätte es dann vielleicht ein bisschen länger gedauert. Als nächstes habe ich dieses Teil hier gefunden. Und zwar ist das Badeschaum, was ja im ersten Moment jetzt nicht so besonders ist, aber das ist einfach fest. Und ich frage mich, wie daraus Badeschaum entstehen soll. Und da es gerade ziemlich spät abends ist und ich eh vorhatte, heute noch baden zu gehen, werde ich das jetzt gleich mal in die Badewanne reinmachen. Und dann kann die volllaufen, während ich das Video zu Ende drehe. Und dann gehe ich baden. Und ihr könnt bei der Gelegenheit gucken, ob sich da wirklich Schaum entwickelt. Weil ich kann es irgendwie nicht glauben. Also so sieht das innen drin aus. Und eigentlich, finde ich, wirkt das mehr so wie Badesalz. Aber okay, wir werden sehen. Oh, es wird ja wirklich Schaum. Cool. Naja, aber so wahnsinnig viel ist das jetzt nicht. Vor allem da ist noch nichts. Yay. Und vor allem kann ich euch sagen, es riecht echt mega, mega schön nach Weihnachten. So Leute, und jetzt kommen wir noch zu diesem letzten Produkt hier. Und zwar habe ich das bei Rossmann gefunden. Das war auch reduziert auf 2,30 Euro. Das ist etwas zum Haare färben. Und zwar ist es Haarkreide. Aber ich kenne Haarkreide jetzt eigentlich wirklich nur in so kleiner Stiftform. Und da finde ich jetzt eigentlich die Idee ganz praktisch, dass man das halt einfach nur so durch die Haare ziehen soll. Und dann sollen die bestenfalls lila werden. Also trockene Haarsträhne auf gewünschter Höhe zwischen den Kreideapplikator klemmen und zudrücken. Also einfach nur so. Und dann soll man das einfach nur so runterziehen. Und es ist natürlich nichts Permanentes, also keine Sorge, das lässt sich natürlich auswaschen. Steht hier zumindest drauf. Okay, ich glaube, dafür muss ich jetzt meine Töpfe aufgeben. Mal schauen, ob das klappt. Okay, zugedrückt. Das klappt ja wirklich ganz gut. Oh mein Gott, ich habe gar nicht damit gerechnet. Weil ich habe eigentlich nicht so helle Haare, aber man sieht ja wirklich was. Okay, bei Bedarf stand da wiederholen. Oh mein Gott, das klappt ja richtig gut. Hallo, und das hat nur 2 Euro gekostet, das Ding. Krass, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt noch hellere Haare als ich. Dann hat man ja wirklich komplett lila Haare danach. Also ganz ehrlich, das funktioniert echt viel besser als mit solchen Haarkreiden wirklich im Stück, weil die sind immer ein bisschen schwierig aufzutragen, finde ich. Hashtag Einhornhaare. Das Einzige ist nur, meine Hose hat auch ein bisschen was abbekommen. Ich wollte euch ja noch kurz ein Update hier zu meinem Pflaster geben.
Es klebt gut, es fühlt sich warm an. Und ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass das Prinzip funktioniert, weil das heißt ja immer, wenn man halt so Regelschmerzen hat, soll man eine Wärmeflasche zum Beispiel auf den Bauch legen. Und das Prinzip ist ja hier dasselbe mit der Wärme. An dieser Stelle sind wir auf jeden Fall am Ende von diesem Video angekommen und ich hoffe, es hat euch amüsiert und Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und ich verlinke euch jetzt hier zwei meiner älteren Videos, wo ihr auch mega gerne vorbeischauen könnt. Und wie gesagt, vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen. Da werde ich euch dann später sagen, wie ich jetzt diese Lichtmaske fand auf Dauer. Und außerdem wird da ja die Verlosung stattfinden. Und ich mache da häufiger auch mal Verlosungen. Also ja, wäre cool, wenn ihr vorbeischaut. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!